Moin und herzlich willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0. Und heute machen wir mal weiter mit, ich weiß es noch nicht genau, denn das hängt von einer bestimmten Bedingung ab. Es kamen ein paar Vorschläge rein von Percy, schönen Gruß an der Stelle. Und zwar, wie man das Ganze auch etwas spannender gestalten könnte. Und da war unter anderem der Vorschlag dabei, dass ich jetzt zum Ende der Saison schon mal auf enormer Schaden stellen sollte. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das gleich übernommen wird, wenn ich das jetzt schon einstelle, weil hier steht schon in Bearbeitung. Da weiß ich jetzt nicht. Deine Schwierigkeitseinstellungen haben sich geändert. Änderungen treten zu Beginn des nächsten Events in Kraft. Da weiß ich jetzt nicht, wenn ich jetzt hier starte, ob das dann gleich damit losgeht. Ich klicke mal hier drauf. Ja, denn der Vorschlag war, ich weiß nicht, habe ich das schon gesagt, mal eine Rallye, weil wir ja schon so gut wie gewonnen haben, die Meisterschaft, eine Rallye mit enormem Schaden zu fahren. Und, ja, dann ist die Frage, wenn ich das jetzt mache, wird das schon übernommen? Ich kann das ja nicht richtig sehen gerade. Ich starte mal, vielleicht kann man das irgendwo einsehen. Auf jeden Fall Monte Carlo wäre dann angesagt. Und ich habe den enormen Schaden jetzt eingeschaltet. Ich weiß halt noch nicht, ob er jetzt schon in Kraft getreten ist. Ob das jetzt gilt als Event ist schon gestartet oder Event ist noch nicht gestartet. Kann man das hier irgendwo sehen? Spieleinstellungen. Enormer Schaden ein. Okay. Enormer Schaden ist eingeschaltet. Dann würde ich sagen, machen wir heute Monte Carlo. Und wir schauen mal. Ein anderer Vorschlag war, dass man einfach von Meisterschaft zu Meisterschaft weniger Neustarts nutzt. Das wäre auch eine Überlegung wert. Aber wir müssen ja erstmal schauen, wie sich das mit dem enormen Schaden verhält. Und ich würde sagen, wir fahren dann mal los. Also dieses Event fahren wir jetzt mit enormen Schaden. Das ist, denke ich mal, jetzt steht jetzt fest. Und mal schauen, wie sich das auswirkt. Also es kann sein, dass es heute sehr schlecht ausgeht für uns. Start. 100 ja, wir werden sehen. In zwei rechts, mach zu. Start trockene Fahrbahn. Viel Glück. Okay. So, Monte Carlo kenne ich ja einigermaßen gut. Ist recht eng. Aber gut, das ist parallel eigentlich immer der Fall. Ist halt hauptsächlich Asphalt. Asphalt. Ja, gut, geht gut los. Erstmal ein Gefühl fürs Auto entwickeln. In vier links lang, macht auf über Kuppe. In drei rechts, macht zu. In fünf links, über Kuppe, extra lang. 100. Links halten, über Kuppe. In zwei rechts. Bin ich gleich ein bisschen ängstlicher, was das Fahren angeht, weil ich weiß, wenn ich einen Unfall baue, hat das potenziell größere Konsequenzen. Es kam auch der Vorschlag von ihm, dass ich mal nicht reparieren sollte, um zu schauen, was dann passiert. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass uns dann im Laufe der Etappe der Rallye einfach irgendwann das Auto aufgibt. So aus dem Nichts. Das kenne ich nämlich noch aus Dirt Rally 1, dass das dann da manchmal passiert ist, wenn ich das Auto nicht reparieren konnte. Bin dann auch mal gespannt, wie teuer das wird. In 5 links, 30, 4 rechts. In 3 links über Kuppe. In 3 rechts lang. In 4 links, macht auf über Kuppe. 30, kehre links, verdeckt. Ah, falsch rumgeschaltet, na toll. In 4 rechts. Ich glaube, wir sind heute ziemlich langsam unterwegs. Auch weil ich so vorsichtig bin. Wirkt auf jeden Fall vertraut, also weil ich die ganze Etappe schon einigermaßen kenne. So, jetzt wird's rutschiger, wie man sieht. Der Schnee kommt. Vier links über Kuppe, sehr
lang, macht zu 3. Macht auf 6 über Kuppe. 100. Aua. 6 rechts, extra lang. Langsam 30, kehre links, verdeckt weit. Au. 50. 6 links, in 6 rechts Boah. Über Kuppe. 50. Langsam links halten, in Kehre rechts, verdeckt weit. 120. Vielleicht hier gerade mit jeder Etappe langsamer. Links halten, in 6 rechts über Kuppe. In 4 links. In 4 rechts extra lang. Langsam 20. Die rutscht schon ordentlich. Macht auf. In 4 links lang, in Achtung, 4 rechts eng, 4 links rechts für 20, 6 links, in Achtung, 4 rechts in 1 links verdeckt, macht zu. In 4 rechts macht auf, 140 über Ziel, langsam 3 links lang, macht zu, kehre links weit. Aua, da konnte ich nicht rechtzeitig bremsen, das war nicht so gut. Habe ich mir jetzt ihren Reifen zerlegt? Ja, habe ich, glaube ich, so wie das klingt. Ja. Muss ich jetzt mit dem kaputten Reifen weiterfahren? Wenn ja, dann wäre das sehr ärgerlich. Nur weil ich jetzt am Ende der Etappe in die Wand gefahren bin. Wir werden sehen. Das ist natürlich jetzt doof. Ich weiß jetzt nicht, ob das übernommen wird, weil das ist ja jetzt erst nach der Zieleinfahrt passiert. Ich weiß nicht, wie das Spiel das handhabt. Okay, der Reifen ist wieder in Ordnung. Start. Gut. 80 langsam, 3 links lang, macht zu. Dann zählt vielleicht der Schaden nicht, den man sich hinterher zufügt. Aber das Auto ist schon sehr mitgenommen, auch von so ein paar kleinen Zusammenstößen. 3, 2, 1, los. Langsam. Oha, will gleich zur Seite ausbrechen. Ich kann mir vorstellen, dass das mit dem enormen Schaden zu tun hat, dass da irgendwie schon was hinüber ist. In Kehre rechts, verdeckt lang. Welle bei Ausgang, in 4 links lang, mach zu und rechts halten für 50, Kuppe und 4 links, mach zu, 30. 1 rechts lang, in 2 links lang. 30. Also ich weiß nicht, ob das Rutschen hauptsächlich davon kommt, dass wir jetzt auf Eis unterwegs sind oder davon, dass im Auto schon irgendwas kaputt ist. 6 links lang, über Kuppe, in 1 links, mach zu, in 3 rechts und 3 links lang, in 3 rechts. 30, 3 links lang, mach zu, 100, 4 rechts über Kuppe, 50. Ich ziehe die ganze Zeit nach rechts hier. Lang, mach zu eng, 50. Wie gesagt, keine Ahnung, was genau der Grund dafür ist. Aber es ist halt auch schon sehr vereist, die Fahrbahn, ne? Das wird halt auch nicht weniger werden. 4 links okay, das liegt, glaube ich, doch eher am Eis. Langsam, 50. Das merke ich jetzt immer mehr. Oh, das klingt auch nicht so toll. Aber meistens haben diese Geräusche nichts 50. zu bedeuten. 6 rechts über Kuppe. 50. 2 links lang. Mach zu. In 3 rechts lang. Ab jetzt Schnee und Eis. Ab jetzt 100. erst. 5 links extra extra lang. Oh ja. Mach zu 4. Ich sehe es. Jetzt kann es spannend werden.
60. Kehre rechts, verdeckt, weit. In 3 links lang, in 2 rechts lang, in 6 links über Kuppe. Drei links lang, mach zu, zwei. Oh, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Achtung, mach zu, zwei. 50. Zwei links, macht auf, extra lang. 30. Zwei rechts, mach zu. 30. Über Kuppe, zwei rechts. In 6 links, in 4 rechts, 30, 3 links lang, macht zu 1, macht auf 4 links lang. Vorsicht! Yeah. In 2 rechts lang, in 5 links, in 3 rechts lang, macht zu 2. Macht Spaß, hier so lang zu schlittern. Vor allem, weil es einigermaßen klappt gerade. Gabel 5 rechts. 30, überziehe, Abzweig 1 links. Oh, das war gut. Zum Ende hin. 10 Sekunden rausgeholt. Krass. Heißt das auch, dass wir am Ende gut sind? Oder kommt dann auch aus nichts wieder jemand an? Und wie stark wurde das Auto mitgenommen, ist auch die Frage. Du warst gerade schneller in dieser Wertungsprüfung. Schön. Das war gut. Oh, das Auto. Okay, wir sind Erster geworden. Insgesamt sind wir jetzt auch Erster. Super. Schön. Okay. Das ist gut. Okay, jetzt ist die Frage, wie viel können wir durch Reparatur jetzt noch erreichen? Wo das Auto schon so, ja, mitgenommen ist. Das dürfte eine lange Etappe sein. Pradala. Oder so heißt sie, glaube ich. Okay. Ich mach mal schnelle Reparatur, schnelle Reparatur, schnelle Reparatur. Das wird nicht alles zu reparieren gehen. Nee. Nee. Lichter sind wichtig, wenn wir irgendwann eine Nachtetappe haben. Die würde ich auf jeden Fall ersetzen. Ansonsten können wir nicht alles reparieren. Das geht noch. Ja, Getriebe müsste man eigentlich auch. Was ist am meisten mitgenommen? Wenn wir den Kühler weglassen, weil der noch nicht ganz so krass angeknackst ist und erst die... Nee, Moment. Ich weiß halt nicht, wie wichtig die Karosserie ist. Getriebe, Schnellreparatur passt rein, dann machen wir es erstmal so. So. Das arme Auto. Ja, Winterreifen würde ich ja nehmen. Klar. Gut. Start. Und vielleicht lieber vorsichtig fahren als schnell, wenn wir schon vorne liegen. Denn der enorme Schaden ist enorm. Viel Glück. Enormer Schaden ist enorm. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Oh, genau 500 Kilometer. Auf einmal wieder diese Grip-Verhältnisse, das ist ja ganz ungewohnt. In 4 links lang, macht auf über Kuppe. In 3 rechts, macht zu. In 5 links, über Kuppe, extra lang. 100. Links halten, über Kuppe. In 2 rechts, macht auf. In 2 links lang. In 6 rechts lang, macht auf über Kuppe lang, macht zu, 6 links über Kuppe, 3 rechts, macht auf über Kuppe, in 1 links lang, macht zu. In 5 rechts, oh, das war gut, sehr schön. Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung bei mir, dass auch diese Asphaltabschnitte schneller laufen. Langsam 50, kehre rechts, verdeckt.
In 5 links, 30, 4 rechts. In 3 links, über Kuppe. In 3 rechts lang, in 4 links, macht auf, über Kuppe. 30, kehre links, verdeckt, weit. In 4 rechts, in 4 links, über Kuppe, macht zu, don't cut, in kehre rechts, verdeckt. 30, 4 rechts, macht zu, über Kuppe. In 4 links, über Kuppe, extra lang, macht zu. In 6 rechts, 30. 4 rechts, macht zu. Oh, wo eng, kommt die Zeit her? Auf, 80, über Kuppe. Oder ist da wieder jemand, der nicht in der Zwischenzeit mit drin steckt und hinterher aus dem Nichts kommt? Wie sonst? Würde ich mich jetzt nicht wundern. 4 rechts über Kuppe. 30. 4 links über Kuppe. Sehr lang. Macht zu 3. Macht auf 6 über Kuppe. 100. 6 rechts extra lang. Langsam 30, kehre links, verdeckt, weit. 50, 6 links, in 6 rechts. Oha, das wäre fast in der Wand gewesen. Langsam, das wäre richtig gut gerade. In kehre rechts, verdeckt, weit. 120. Links halten, in 6 rechts über Kuppe. Oh, jetzt will er wieder wegrutschen. In 4 rechts extra lang, langsam 20, 1 rechts lang. Macht auf, in 4 links lang, in Achtung, 4 rechts eng. 4 links rechts für 20, 6 links, in Achtung, 4 rechts in 1 links verdeckt, macht zu. In 4 rechts macht auf. 140. 15 Sekunden. Langsam 3 links lang. Macht zu. Kehre links weit. In 6 rechts macht auf über Kuppe. Langsam links halten. Für 60 Kuppe. In kehre rechts verdeckt lang. Welle bei Ausgang. In 4 links lang. Macht zu und. Rechts halten für 50 Kuppe und 4 links, mach zu, 30, 1 rechts lang, in 2 links lang. Vorsicht, 30. Aua. Rechts lang, macht auf, 6 links lang, über Kuppe, in 1 links, mach zu, in 3 rechts und 3 links lang. In 3 rechts. 30, 17 Sekunden. Okay, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich wirklich gerade so schnell bin. 4 rechts über Kuppe. 50. 3 links. Oh, Vorsicht. Er rutscht wieder ein bisschen zur Seite. Da habe ich Angst, dass ich dann in der Mauer hängen bleibe, wenn die anfängt. Ungefähr so. Na gut, so ähnlich. 4 links lang. Oha. Jetzt wird es wieder sehr rutschig. Den Abschnitt haben wir ja eben schon gehabt, glaube ich. Jetzt Schnee und Eis. Da ist das, ja. In 3 rechts lang, mach zu. In 4 links. In 2 rechts, mach zu. Ist der Motor in Ordnung? Nee, eben nicht mehr. Das ist nämlich meine größte Sorge, weil der Kühler schon was mitbekommen hat, dass dann der Motor irgendwann schlapp macht. Das wäre meine nächste Priorität. Dann den,
2 rechts lang, in 6 links über Kuppe. Da ist doch so kalt hier. In 3 rechts lang. Achtung, mach zu 2. 50. 2 links, macht auf extra lang. 30. 2 rechts, mach zu. 30. Über Kuppe, 2 rechts. Na, nicht an der Wand hängen bleiben. In 6 links, in 4 rechts, 30, 3 links lang, macht zu 1, macht auf 4 links lang. Na, komm rum. In 2 rechts lang, in 5 links, in 3 rechts lang, macht zu 2. In 4 links, 80, Kuppe und Gabel, 5 rechts, 30, über Ziel, Abzweig, 1 links. Aua. Wir haben gute Arbeit geleistet. Das könnte eine so, 32 Sekunden. Haben wir wirklich so viel Zeit jetzt rausgeholt? Tatsächlich, wir waren wirklich so schnell. Was? Okay. Das haben fast eine Minute Vorsprung. Also 56 Sekunden oder so. Krass, okay. Jetzt müssen wir darauf aufpassen, dass der Motor nicht schlapp macht. Ich würde sagen, nicht mehr so hoch drehen. Das schont den Motor. Und jetzt geht's, glaube ich, abwärts, oder was? Départ und Descente. Ja, das geht abwärts. Okay, das ist vielleicht ganz gut. 30, 2 links, in 5 rechts. Starker Schnee. Das arme Auto. Viel Glück. Okay, ich bin jetzt diesmal vorsichtig mit der Motordrehzahl. 4, 3, 2, 1, los. 30, Gabel 2 links, in 5 rechts, in 5 links lang über Kuppe, in 4 rechts, mach zu, in 5 links lang, in 3 rechts lang, mach zu, 30, 3 links lang. In 4 rechts lang. Macht auf, über Kuppe. Also ich versuche jetzt nicht mehr so hoch zu drehen. 30, früher zu schalten. 4 links lang. In 4 rechts lang. 30. 5 links lang. Macht zu 3. Rechts halten für 50. 5 links. In 5 rechts lang. Langsam 30. Kehre links, verdeckt, weit. Dann ist die höchste Priorität bei mir erstmal, den Motor und den Kühler zu reparieren. Macht auf, über Kuppe lang, bergab, langsam 80, kehre rechts, verdeckt, weit. In 6 links, extra lang, 80, 4 rechts, mach zu. In 5 links, in 4 rechts extra lang. Trotzdem schneller. Krass. Macht auf über Kuppe. Achtung, langsam. Dann kann ich es ja ganz entspannt angehen. Wenn ich sogar mit dieser Taktik schneller bin. Macht auf 6 lang, in 4 rechts. In 4 links lang, extra lang. Macht zu 3. Sieht so aus, als hätten wir ein Problem mit dem Motor. Ja, das glaube ich. Jetzt irgendwie bis ins Ziel zu kommen. Bergab, ja, genau, das ist mein Plan. Kehre rechts, verdeckt weit. Macht auf 30. 4 rechts, sehr lang über Kuppe. Macht zu 30. 4 rechts. Deswegen früh schalten. 4 links, eng. 5 rechts, in 4 links, 30. 6 rechts über Kuppe, langsam 30, 1 rechts lang, mach zu. 50, Kuppe und 4 links. Rechts halten für 30, 4 links, 30, 3 links lang,
Langsam rechts halten für 30, kehre links, verdeckt, weit. 30, 4 rechts lang, mach zu eng. Macht auf 5, extra, extra lang, über Kuppe. In langsam, 2 links lang. Also es kann sein, dass jeden Moment der Motor schlapp macht. 4 rechts, in 2 links lang, mach zu. Ab jetzt wird Schnee weniger. Okay, immerhin, immer mehr Grip. 5 rechts, in Achtung, 4 links lang, mach zu. In 5 rechts. In 4 links, in 5 rechts, extra lang, langsam 30, kehre rechts, verdeckt. 50, 4 links lang, in 3 rechts, 3 links lang, in 3 rechts lang, 50. 6 links über Kuppe, 100, 3 rechts lang, macht auf über Kuppe, 30, 3 links lang, 3 rechts lang, macht zu, 4 links, macht auf, langsam 50, kehre links, verdeckt weit, 4 rechts lang, 5 links. Trotzdem schneller, trotz allem. Hm. 50. 4 links, mach zu. Langsam 50. Kehre rechts, verdeckt, weit. 50. 4 rechts über Kuppe. 60. 5 links, extra lang über Kuppe. 80. Mittig halten über Kuppe und Achtung, 1 rechts, mach zu. In 1 links lang, in 3 rechts lang, 30. Wobei der Klassenführende ist da ganz weit vorne. Irgendwas stimmt da doch gerade nicht. Links, 6 rechts, in 5 links lang, 50, Achtung, 1 rechts lang. In 2 links lang, 40, 5 links, 100, 1 rechts, mach zu, in 3 links, in 4 rechts, in 4 links, in 5 rechts über Kuppe, über Ziel und Achtung, links halten für 30, 3 rechts. Bis ja, da stimmt irgendwas nicht, der Klassenführende war viel früher im Ziel, trotzdem haben wir ja, angeblich gewonnen. Arbeit geleistet. Das könnte eine Bestzeit auf der WP bedeuten. Hä? Doch gewonnen. Okay, dann hat mich die Anzeige da links sehr verwirrt. Na gut, dann sind wir doch schneller. Gut. Wie sieht's eigentlich aus? Einer ist disqualifiziert. Die anderen scheinen auch im Rennen zu sein. Okay, dann schauen wir mal, wie viel wir jetzt reparieren können. Bin froh, dass das Auto noch überlebt hat. Geht wieder runter. So, und jetzt reparieren. Moment. Achso, das ist voreingestellt, dass der Kühler repariert wird, oder was? Standardreparatur, schnelle Reparatur. Ah, wir können nicht beides reparieren. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Strafe, Moment, Strafe 10 Sekunden? Na, das wäre zu verkraften. Nee, das würde ich dann machen. Nee, dann würde ich die Strafe von 10 Sekunden in Kauf nehmen. Was wäre denn, wenn wir alles reparieren würden? Okay, den können wir nur ersetzen. Kein sichtbarer Schaden. Schwerer Schaden. Würden wir... Ja, nee, das lassen wir. Aber die 10-Sekunden-Strafe, die können wir in Kauf nehmen. Die nehme ich in Kauf. Ja. Dann haben wir Kühler und Motor repariert. Dann sind wir da hoffentlich wieder auf der sicheren Seite.
So, dann nehme ich wieder die Mittelreifen mit und Start. Start. 20, 4 links. Na, dann sind wir doch hoffentlich wieder 50, gut aufgestellt. Rechts, starker Schnee, Abstart. Klassenführer J. Hoffmann, der war vorhin weiter hinten. Das heißt, es ist gut für uns. 5, 4, 3, jetzt wieder alles in Ordnung. 1, los. 20, also so mehr oder weniger. Links, zumindest mit dem Motor und dem Kühler. 50, 3 rechts, gut, die sind schnell repariert. Das heißt, die gehen jetzt, glaube ich, leichter kaputt als vorher. Aber die sind erstmal wieder intakt. In 2 links macht zu. Macht auf, macht zu 1 lang, in 4 links lang. 30. Okay, eben den Handschuh mit der anderen Hand eingeklemmt. Das war auch witzig gerade. Da konnte ich nicht vernünftig umgreifen. Sofort 2 links. 50. Nein, komm. 4 rechts extra lang, macht zu 3. 50. 2 links lang, in 3 rechts extra lang, 30, 4 rechts über Kuppe, in 2 links lang, mach zu, in 2 rechts lang. Und trotzdem schneller, so sehr schön. In 1 links lang, macht auf, 50. 1 rechts lang, macht auf. In 1 links lang. 2 rechts lang, macht zu 1. In 3 links lang, macht zu. In 4 rechts, 3 links lang, 60. 4 rechts, extra, extra lang, macht auf 6 über Kuppe, 50. 2 links, verdeckt, macht zu 1 über Kuppe, ab jetzt weniger Schnee, in 2 rechts ab lang, jetzt mehr Grip. Langsam, 50. Und wieder ein bisschen Zeit rausgeholt, cool. 4 links über Kuppe, extra lang, macht zu 1. Mach zu. In 4 rechts lang. Macht oh. Auf über Kuppe. Das war so nicht geplant. Achtung, 30. 3 rechts lang. Über Kuppe eng. Masten. 30. 3 rechts. Sehr lang. Das war auch zu schnell. Aua. Aua. 4 rechts, 60. Oh, nicht gut. 5 links über Kuppe. 80. Mittig halten über Kuppe in 3 rechts lang. Macht auf. 30. Achtung. 2 links. Macht zu. In 2 rechts. Macht zu. In 2 links. Macht zu. In 2 rechts. Macht zu. In 4 links über Kuppe extra lang. Macht zu. 2. Macht zu. 2 rechts lang, macht zu. In 2 links lang, macht auf, 50. 3 rechts, macht auf. Links halten über Kuppe, 50. Links halten in langsam, 4 rechts, macht zu. In Welle, Linkskehre, verdeckt. Macht auf, in 6 rechts. In langsam, 6 links, über Kuppe lang. Achtung, macht zu, in Kehre rechts, verdeckt, weit. Macht auf, 150. Oh, das war's schon. Über Ziel, bis Stopp. Au, au. Immer durch Zieleinfahrt. Jetzt hat der Kühler wieder was abbekommen. Ich fahre den Marshall um. Oder auch nicht. Wie hat sich das Auto in dieser WP angefühlt? Möchtest du beim nächsten Service Änderungen am Setup vornehmen? Nö. Nö, danke. Klappt schon so irgendwie. Gut, jetzt sind wir nur Dritter geworden. Jetzt wurden wir wieder verarscht.
Hier, oder nee, es lag an der... Ja, das lag an der Strafe. Die kam hinterher erst drauf. Aber das macht ja nichts, wir sind immer noch vorne. Mit mehr als einer Minute Vorsprung. 1 Minute 15 oder so. Gut. Das ist doch bequem. So, wie lange ist die letzte? Route Turini-Descente. Das ist eine kurze. Okay. Geht wieder abwärts. Dann haben wir es doch so gut wie, oder? Das ist doch, glaube ich, schon die letzte. Schön. Schön, 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 schön. Verbindungsaufbau mit Server steht hier unten. Warum dauert das so lange? Vor allem, warum musst du dich mit dem Server verbinden? Ich fahre doch für mich alleine. Server ist nicht verfügbar. Bitte versuche später noch einmal. Neuer Versuch. Sag mal. Jetzt lässt du mich wegen dem Server den Einzelspielermodus nicht zu Ende spielen. Soll das ein Witz sein? Witz? Ernsthaft? Ich will nur noch eine Etappe fahren, dann sind wir fertig. Eine Etappe. Das kann doch nicht sein. Eine Etappe. Kommt schon. Ich will nur noch eine Etappe fahren. Manu. Jetzt lässt er mich diese eine Etappe nicht mehr fahren. Schön. Ja, gut, was macht man denn jetzt stattdessen? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht alles nochmal von vorne fahren. Nee, sieht nicht so aus. Monte Carlo, Monaco. Route Turini-Descente. Jetzt darf ich fahren. Hä? Warum eben nicht? Keine Ahnung. Naja gut, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. So, letzte Etappe, dann haben wir es geschafft. 5, 4, 3, 2, 1, los. Sturm links halten für 30, 3 rechts, 4 links lang, macht auf 50, links halten über Kuppe, 30, 6 rechts lang, langsam 30, kehre links, verdeckt, weit. 100. Ich pumpe hier mit der Bremse, über Kuppe, damit die Räder nicht blockieren. Oder damit sie, wenn sie blockieren, die Blockade schnell wieder gelöst wird. In 5 links, extra lang, in 6 rechts. Ich habe irgendwie nicht so Schwierigkeiten, so das richtige Gefühl für die Bremse zu haben. Achtung, mach zu 4. 5 links, 50 rechts halten, in 2 links. In 3 rechts und 3. Oh, das war langsam, interessant. Jetzt geht's nochmal richtig rund hier auf grippigem Asphalt. Macht auf über Kuppe, macht zu 3 lang, macht zu 50, 3 rechts lang, macht zu. Oh, Vorsicht. In 4 rechts und 4 links. Und Achtung, 3 rechts lang, macht zu. In 4 links, macht auf 30. 3 rechts, in Achtung langsam, 4 links lang, macht auf, macht zu, kehre links, weit. Und jetzt schon wieder vorne. 4 rechts lang, macht zu, kehre rechts, weit, in 4 links. Und rechts halten, über Kuppe, 50, 5 links lang, macht zu, durch Tunnel, 50, 3 rechts lang, macht auf. 50, über Kuppe, 4 rechts, in 4 links, extra lang. Oh, Vorsicht, Vorsicht, wow, wow, wow. Rechts halten, für 50, 3 links, extra lang. In 4 rechts lang, macht zu 3 lang, macht auf lang, macht zu 80. Rechts halten über Kuppe in 5 links lang, macht zu 80. Mittig halten über Kuppe 50, Achtung. 3 links lang, macht zu in 4 rechts, extra lang. Vorsicht, Vorsicht, aua, aua, aua. Das war zu schnell. 2 links lang, macht zu in 3 rechts lang, macht auf 50.
Aua. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Aber wir sind ja gleich im Ziel. So, das war's. Knapp nochmal gewonnen. Trotz den Unfällen dann zum Schluss noch. So, jetzt beim Marshall anhalten. Und das war's. Das war die Rallye-Saison. Und das höchstwahrscheinlich nochmal gewonnen. Jo. Die Rallye nochmal gewonnen und insgesamt, also die ganze Rallye gewonnen, nicht nur die Etappe. Und damit auch die Meisterschaft, würde ich sagen. Jawohl. Mit enormem Schaden. Das hat geklappt. Aber es könnte auch daran liegen, dass es geklappt hat, weil ich eben diese Rallye, diesen Schauplatz Monte Carlo noch aus Dirt Rally 1 kenne und da vielleicht ein bisschen bequemer unterwegs war. Ich habe nämlich, wenn ich ehrlich bin, fast überhaupt nicht auf die Ansagen der Co-Piloten hingeachtet. Ich bin fast nur auf Sicht gefahren. Ich habe mir nur ansagen lassen und ich habe nur darauf geachtet, wenn mal eine Kehre angesagt wurde. So, Meisterschaftsbelohnung. 500.000, das ist doch schön. Clubman, erster Platz, Herausforderer, auf die Profi. Pro, jawohl. Jetzt sind wir Profis. Sehr schön. Cool. Das wäre dann schon mal geschafft und jetzt haben wir ein bisschen Geld. Und das Geld wollte ich ja investieren. Bei Mitarbeitern wollte ich hier dem Chefingenieur noch dieses Wissen über Forschung gönnen. So. Jetzt forschen wir mit höchstmöglicher Geschwindigkeit. Das war der Plan und das heißt wiederum, dass wir jetzt die Motormappings dürften schneller fertig sein und das heißt, wenn wir es immer so machen wollen, dass wir die Autos erforschen und dann weiterziehen, wenn die Autos voll erforscht sind, dann würden wir auch das nächste Mal bei der nächsten Rallye ein anderes Auto nehmen. Und ich würde einfach mal sagen, ja, warum nicht? Ich frage einfach mal an der Stelle, weil wir ja erst noch, ach, noch eine Belohnung verfügbar, die können wir uns auch noch abholen. Komisch, dass da am Schluss immer die einzelne Eventbelohnung nochmal separat kommt, das verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Ja, die nehmen wir natürlich. Und, ach so, was man noch machen sollte, ist vielleicht das Auto reparieren. Geht das hier? Da ist das Auto. Dieses Fahrzeug ist beschädigt, genau. Wartungskosten Mittel. Das machen wir natürlich noch. Das nochmal eben reparieren. Das wird nochmal richtig teuer. Aber wir wollen ja kein kaputtes Auto zurücklassen, wenn wir jetzt ein anderes nehmen. Können wir auch ersetzen, wenn wir wollen. Aber wenn es nicht sein muss, warum? Eine Standardreparatur repariert zwar das beschädigte Teil, jedoch dauert sie auch länger. Ja gut, Zeit ist ja kein Problem hier außerhalb der Rallye. So, da müssen wir jetzt nochmal 100.000 ausgeben. Also ja, wenn das jetzt eine einzelne Rallye wäre, dann hätten wir keinen Plus gemacht. Das ist auch ein bisschen die Gefahr, wenn wir mit enormem Schaden spielen, dass wir einfach keinen Plus machen, weil wir so viel Schaden haben. Ist mir klar, dass ich einen Schaden habe, ne? Ist ja nichts Neues. So, maximale Eventbelohnung, dafür ist die auch deutlich höher jetzt, ne? Das ist auch der Vorteil an der Sache. Und hier Rallycross haben wir ja auch noch zum Geld verdienen. Und da müssen wir, glaube ich, nicht ganz so viel reparieren. Also ja, vielleicht lasse ich den enormen Schaden jetzt mal drin. Mal schauen, wie das in der neuen Saison läuft. Auf einer anderen Etappe jetzt, also bei einem anderen Schauplatz. Da geht es jetzt los mit Finnland, wenn ich das richtig sehe. Oder? Kann man doch bei der Bremse sehen, ne? Bremse treten ja Finnland. Das kann übel werden. Mit enormem Schaden. Wenn man sich da einmal um den Baum wickelt, dann dürfte schon Feierabend sein. Bei dem hohen Tempo. Naja, wir werden sehen. Wenn es zu übel ist, werde ich es dann wieder abbrechen mit dem enormen Schaden und normal weiterfahren. Wie vorher auch. Aber ja, die Frage ist, mit welchem Auto wollen wir denn weitermachen? Denn das können wir uns ja dann auch mal aussuchen. Und zwar frage ich jetzt einfach mal rum, weil wir machen erst den Rallycross zu Ende und dann frage ich an der Stelle, womit soll es denn weitergehen? Und zwar, zur Auswahl stehen alle Autos, die wir schon mal im Fuhrpark haben, das ist eben Lancia Fulvia, Ford Escort Mark II, also das sind, ne, unten sieht man ja die Informationen, das ist Frontantrieb, das sieht man
ja, unten an den vier Rädern. Da sieht man Leistung, Gewicht, Motor, Zylinder und so weiter, Ansaugung und Getriebe. Manuelles Ganggetriebe, Vierganggetriebe heißt, ich werde den Knauf wechseln zu dem runden Teil und dann werden wir mit Haarschaltung fahren. Das wird für mich sehr ungewohnt sein, wenn wir das machen wollen. Aber das gilt halt bei allen Autos, wo einfach nur manuelles Getriebe steht und ohne sequenziell. Genau, also frage ich an der Stelle nochmal. Hier, also Lancia Fulvia HF. So, Ford Escort Mark II, Lancia Stratos, hier Peugeot 306 Maxi, also hier Lancia Stratos und Ford Escort, das wären hier, ach genau, da sieht man auch die Motorplatzierung. Beim Ford Escort ist der Motor vorne, bei Lancia Stratos ist der Motor in der Mitte, glaube ich, das soll das heißen, Mittelmotor wahrscheinlich, dass der nicht ganz auf der Achse sitzt. So, Peugeot Maxi, hier 306 Maxi ist Frontantrieb mit Frontmotor. Und hat sequenzielles Sechsganggetriebe, wie gesagt, muss ich eigentlich vorlesen, könnt ihr ja sehen. Also, ja, ich gehe einfach mal durch. Alle Autos hier stehen zur Auswahl. Deswegen sage ich da jetzt erstmal gar nichts zu. Oben sieht man halt auch, also man sieht halt auch über den Rädern auch, in welcher Klasse sie sind. Hier, das wäre Gruppe B. Das wäre sehr übel, Gruppe B zu fahren. Das wäre quasi höchster Schwierigkeitsgrad. Wäre vielleicht nicht so eine gute Idee, damit anzufangen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wenn ich Haarschaltung mache, dann würde ich lieber ein langsames Auto nehmen, wie Lancia Fulvia, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht würde ich mich bei solchen Vorschlägen dann auch drüber hinwegsetzen und doch lieber dann so ein Lancia Fulvia oder sowas fahren, wenn es an das manuelle Schalten geht mit Haarschaltung, weil das ist dann wäre dann schon ziemlich übel. Das würde ich mir auf Anhieb ehrlich gesagt nicht zutrauen. So, und hier sind jetzt die Rallye-Cross-Fahrzeuge, also bis zu diesem Porsche hier. Die Autos stehen theoretisch zur Auswahl. Und wie gesagt, bei manuell geschalteten Autos, da würde ich vielleicht lieber erstmal ein langsames Auto nehmen, wenn wir denn unbedingt manuell schalten wollen mit Haarschaltung. Dann würde ich vielleicht auf diesen Lancia Fulvia zurückgreifen. Weil man das dann erstmal bequem angehen kann mit der Haarschaltung. Also hier, man kann sehen, hier unten ist momentan der sequentielle Modus. Hier unten ist so ein Schalter. So. Und jetzt ist die Haarschaltung aktiviert. Jetzt kann ich so schalten, wie man das von der Haarschaltung kennt. Und dann kann ich es wieder zurückschalten. Moment, dass sie den Schalter umlegen. Und jetzt ist wieder der sequentielle Modus drin. Genau. Habe ich den Knauf irgendwie rumliegen? Ja, der liegt ja ganz hinten, aber da komme ich gerade nicht dran. Aber den würde ich dann wieder draufschreiben, diesen runden. Gut, das ist das, was ich gesagt haben wollte. Wie gesagt, würde mich mal eure Meinung interessieren. Vielleicht auch mit Alternativen. Falls ich den Erstwunsch dann doch lieber nicht nehmen möchte. Das wäre vielleicht ganz gut dann in dem Fall. Okay, das wäre so das, was es zu sagen gibt für heute. Dann geht es beim nächsten Mal weiter mit Rallycross. Dann werden wir da erstmal die Saison zu Ende fahren. Hier die Rallycross-Karriere. Dann sind wir in Trois-Rivières in Kanada mit unserem Audi S1 EKS RX Quattro. Schauen wir mal, ob wir das Auto fertig erforscht kriegen. Wenn nicht, gehen wir mit dem Auto noch in eine weitere Rallycross-Saison. Genau. So viel dazu. Okay. Dann war's das, würde ich sagen, für heute. Dann sage ich Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es ziemlich spannend heute. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.